Es gibt wirklich so viele Wirkstoffe für unreine Haut. BHA, AHA, Niacinamide. Was das alles ist und was es bedeutet, erkläre ich dir heute. Ich bin Max, Medizinstudent bei Dermanostik Hautarzt-Behab. Und hier kriegst du Wirkstoffempfehlungen für unreine Haut. Übrigens, kennst du schon unser Wirkstofflexikon? Auf dermanostik.com findest du jegliche Informationen zu all unseren Wirkstoffen für unreine Haut. Es gibt verschiedene Arten der unreinen Haut. Pickelchen, Rötungen, Knötchen, Blackheads und Whiteheads. Und die zählt man zusammen als Mitesser. Dadurch ist es logisch, dass jede Art der Hautunreinheit etwas anderes benötigt. Ich zeige dir heute 4 Wirkstoffe, die du dir beispielsweise in der Drogerie besorgen kannst, um dir selbst bei der Thematik unreiner Haut zu helfen. Der erste Wirkstoff ist Vitamin C. Vitamin C ist ein natürlicher Bestandteil unseres Bindegewebes. Vitamin C findet man oft in Zitronen wieder, auch in Peelings. In Peelings wirkt Vitamin C antioxidativ. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es uns vor Schäden von außen schützt. Übrigens, als kleiner Scientific Fact, unser Körper braucht täglich 100 Milligramm Vitamin C. Und falls du dich jetzt gefragt hast, was du essen musst, um wirklich diese 100 Milligramm zu dir zu nehmen, diese 100 Milligramm kriegst du durch 100 Gramm Paprika oder 200 Gramm Orangen. Der zweite Wirkstoff ist BHA oder auch Beta-Hydroxysäure. Ich glaube, der wohl bekannteste Vertreter der Beta-Hydroxysäure ist die Salicylsäure, die du sehr wahrscheinlich auch von Akne kennst. Beta-Hydroxysäure funktioniert als Säure folgendermaßen. Es weicht die Oberhaut auf und dringt dann in die Tiefe ein, um von dort aus die Poren und vor allem auch die Talgdrüsen zu reinigen. Und hier auch noch ein kleiner Scientific Fact zu BHA. BHA sollte bei empfindlicher Haut keine Säurekonzentration höher als 2% haben, weil das sonst zu stärkeren Reizungen führen könnte. Deswegen ein weiterer Tipp. Macht die Zeitabstände der Nutzung einfach ein bisschen länger. Der nächste Vertreter unserer Wirkstoffliste ist AHA. AHA wirkt anders als BHA oberflächlich und reinigt dort Hautschüppchen und Talg. Die wohl bekanntesten Vertreter von AHA sind Milchsäure und Apfelsäure. Niacinamide. Niacinamide sind Abkömmlinge von Vitamin B3 und stärken unsere Haut und regulieren unsere Talgproduktion. Für eine ausreichende Wirkung solltest du deswegen eine Konzentration von 3-5% benutzen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was für dich am besten wirkt. Nutz dazu einfach unseren Hautpflegeplan, den du auch über Dermanostik bekommen kannst. Und wir beantworten dir alle Fragen. So, meine lieben Leute, das war's auch schon von meinem ersten YouTube-Video hier. Lasst ganz viel Liebe da. Viele Likes, schreibt eure Fragen gerne rein, schaut unbedingt auch auf Insta vorbei und guckt euch da an. Und bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns.